Ja, hallo und herzlich willkommen YouTube. Hallo Freunde, willkommen zurück. Willkommen zum zweiten Teil meines kleinen Reiseberichtes über Texas. Wir fahren jetzt, nachdem wir im ersten Teil ja in Dallas-Fort Worth angekommen sind und den Mietwagen abgeholt haben, fahren wir jetzt Richtung Süden, hauptsächlich die Interstate 35 ist das, die über Waco, Temple nach Austin und schließlich nach San Antonio führt. Wir fahren aber jetzt eben nur die erste Strecke bis nach Waco. Dort beziehen wir dann ein Super 8 Motel und haben dann quasi nach der Nacht einen halben Tag in Waco. Dann geht es allerdings schon weiter. Das heißt, für Waco bleibt nicht viel Zeit. Ich werde das natürlich alles weiter berichten und die Sachen, die ich jetzt vorstellen möchte, dann näher vorstellen. Hier ist das Super 8. Es gibt noch eine andere Billigkette, das Motel 6. Davon rate ich aber ab. Die sind in der Regel, obwohl sie genauso teuer sind oder höchstens 5 Dollar billiger, meistens schlechter. Also wer gut, einigermaßen gut, aber vor allen Dingen günstig schlafen möchte, der sieht hier ein Beispiel für ein Super 8 Hotelzimmer. Die stinken alle nach Desinfektionsmitteln. Fast genauso schlimm wie die Motel 6. Aber die haben das Wichtigste: Mikrowelle, kostenlose Kaffeemaschine und natürlich ganz besonders wichtig der Kühlschrank, damit man da seine entsprechenden Kaltgetränke auch schön kalt stellen kann. Welche Art von Kaltgetränken, das sehen wir gleich dann etwas genauer. ja. Schmuckloses Badezimmer, gerade so das Notwendigste, aber sie sind halbwegs sauber. Gut, jetzt sind wir in der Richland Mall, also eine etwas größere Einkaufsmall in Waco, wo ich unbedingt mal vorbeischauen wollte, um mir gelegentlich dann vielleicht doch mal ein T-Shirt oder irgendetwas aus Texas zu kaufen. Ja, die Mall ist eigentlich recht schön. Sie ist groß genug, damit ein bisschen Abwechslung entsteht, aber auch nicht so ein Riesending, wo man förmlich erschlagen wird. Es sind so ja, 40 bis 50 Geschäfte, glaube ich, alles in allem. So die wichtigsten Ketten, die man kennt aus den USA, sind dort vertreten. Gap, Foot Locker, Body Central, Victoria's Secrets, Hallmark und natürlich Sears und Dillard's und JCPenney's, die sind ja ne, Standard. Das sind ja so Karstadt-ähnliche ja, Häuser. Von der kulinarischen Seite gibt es Wendy's und Subway's und hier auch die Chocolate Factory, also auch für den süßen Zahn ist gesorgt. In Dillard's habe ich mir tatsächlich auch dann ein T-Shirt gekauft, wobei die Auswahl überschaubar war. Also Sale war auch nicht gerade so richtig, also ja, es ging. Aber ein einigermaßen schönes, ich sag dazu Business-T-Shirt habe ich dann doch für mich gefunden. Da zahlt man so ungefähr 20 bis 30 Dollar für in etwa. Ja, da haben wir dann die kulinarischen Errungenschaften der Richmond Mall. Wendy ist ja ein sehr guter Burger. Auf jeden Fall besser als McDonald's. Und Burger King zur Verpflegung. Das hatten wir jetzt auch. Howdy and welcome folks to the world of Waco and Dr. Peppers. Danke, danke, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, das ist der eigentliche Grund meines Aufenthalts gewesen, das Dr. Pepper Museum, der beste Softdrink oder Beverage oder Soda, wie man ja in den USA sagt, die Cola überhaupt, ja, da ist das Museum dazu, weil in diesen Gebäuden natürlich die Anfänge von Dr. Pepper gewesen sind. Ich werde euch nachher noch ein ganz klein bisschen so mit Hintergründen
ein paar Hintergrundinformationen zu Dr. Pepper geben. Da ist also, wie gesagt, das Museum mit einem Giftshop, also Geschenkeladen, dem Museum selber, ein paar Ausstellungsstücke, wie zum Beispiel natürlich auch dieser schöne alte Auslieferungslaster aus den 50ern, denke ich mal. Schön hergerichtet. Natürlich darf man da nicht dran, geschweige denn rein. Aber schön zu sehen ist es trotzdem. Die wirkliche Produktion ist natürlich mittlerweile ganz woanders. Die findet also nicht mehr da statt. Aber für alle Pepperaner sozusagen, die das Herz von Dr. Pepper haben, ein absoluter Pilgerpunkt sondergleichen in Texas. Innen schön gemacht, so ein bisschen so auf altmodische Ladenstraße. Es gibt, wie gesagt, hier die Dr. Pepper Fountain, die sieht man hinten rechts. Das ist, da habe ich mir auch mehr drunter vorgestellt. Das sind letztendlich zwei Zapfhähne, aus denen dann Dr. Pepper auf die altmodische Art und Weise gemixt wird. Da sieht man das göttlichste aller Getränke, aller Softdrinks. Da bekomme ich gleich wieder Durst darauf. Herrliches Gebräu. Links sieht man, da nehmen Eltern ihren wichtigen Erziehungsauftrag wahr. Schon die Jugend wird an das Getränk der Getränke herangeführt. Ganz hervorragend. Da zwei ältere Herren, die natürlich auch zur Dr. Pepper Fountain laufen. Gegen ein kleines Entgelt kann man sich da halt eine der Dr. Pepper Sorten zapfen lassen. Das wird da auf altmodische Weise gemacht. Ihr seht das an der Fountain. Also da wird also noch der Sirup, das Wasser, Soda und so weiter getrennt, wirklich per Hand gemixt und schmeckt ganz hervorragend, also noch göttlicher als das Getränk ja eh schon aus den Dosen oder Flaschen schmeckt. Bless you. Also es hat Spaß gemacht, das zu besuchen. Ich habe auch den Geschenkeshop einigermaßen geplündert, habt ihr ja an meiner Kappe gesehen, mit der ich hinterher dann gleich Quatsch gemacht habe. Also wer in Waco ist, kommt da nicht dran vorbei. Ja, auch der schönste Dr. Pepper Museumsbesuch geht dann vorbei. Ich nehme euch jetzt ein ganz klein bisschen mit in Richtung Süden. Wie gesagt, die I-35 runter. Und erzähle dabei noch ein ganz klein bisschen von Dr. Pepper und Waco. Also nur Dr. Pepper Cola schmeckt, man sagt so, wie Vanille Cherry Coke. Das ist aber natürlich ein Gerücht, weil es ist eine Gewürz-Cola. Und Vanille Cherry Coke ist natürlich viel zu kurz gegriffen. Es ist übrigens ein Jahr älter als die Coca-Cola. Also Dr. Pepper stammt von 1885 und 13 Jahre älter als Pepsi. Also tatsächlich eine der ältesten Colas der Welt. Gegründet von einem Pharmazeuten Charles Elderton 1885, eben in Waco. Warum die Cola Dr. Pepper heißt, das weiß man nicht so ganz genau. Da gibt es die wildesten Gerüchte. Eine nüchterne Story sagt, der erste Arbeitgeber von Charles Elderton hieß Charles T. Pepper. Und ihm zu Ehren wurde dann seine erste Cola halt Dr. Pepper dann genannt. Eine viel schönere Story ist, dass die Nachbarn von unserem Charles Elderton eine Familie Pepper war. Und er war ein glühender Verehrer der 17 Jahre alten Tochter Morris. Die Story ist viel besser. Ansonsten, wer in der Gegend vorbeikommt, kann gerne mal in Waco einen Abstecher machen. Circa 125.000 Einwohner. Das Highlight ist die Benford University, die älteste Universität in ganz Texas. Und Dr. Pepper ist, und Waco ist bekannt zum einen wegen des Dr. Pepper Museums. Dann gibt es dort, das habe ich aber nicht geschafft, ein Texas Ranger Museum. Und es ist ja bekannt aus der Belagerung der Davidianer-Sekte 93. Da ist ja so ein selbsternannter Jesusführer da durchgedreht in Waco, hat seine Anhänger dazu gezwungen, mit den Kindern in einer Farm sich zu verbarrikadieren. Und es kam zu einer, ich glaube, über einen Monat dauernden Belagerung, die mit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 77 Toten geendet hat, weil die Gebäude abgebrannt wurden und dieser Jesus-Verschnitt seine Jünger da hat nicht gehen lassen und so weiter.
Also eine ganz dramatische Geschichte. Die älteren Semester unter euch werden sich erinnern. Man sieht davon allerdings nichts mehr. Das heißt, mittlerweile ist es einfach nur noch ein Farmgrundstück. Die Gebäude sind ja abgebrannt und man sieht bis auf einen Schuppen da nichts mehr von. Also das ist nicht mehr sonderlich spektakulär. Ja, und Weco war in den Schlagzeilen vor kurzem noch, 2013. Da gab es doch diese riesengroße Explosion einer Düngefabrik, die ja auch einige Häuser mit verbrannt hat. Wer sich daran noch erinnern kann, also eine recht explosive Gegend. Aber Waco ist ansonsten wirklich ein schönes Städtchen, kann man echt nicht meckern. Ja, das waren so die Informationen zu Waco und zu Dr. Pepper, die ich euch mal geben wollte. Wer also noch nie Dr. Pepper probiert hat, kann das mal tun. In manchen deutschen Supermärkten gibt es da Dosen, also 0,3er Dosen. Trinkt das mal, ganz hervorragender Stoff. Da ernährt man sich ja in den USA von, also ich zumindest. Und gibt es also auch natürlich kalorienfrei und in einer ganz hervorragenden Dr. Pepper 10 Version. Das heißt 10 Kalorien, schmeckt aber fast wie die Original Dr. Pepper. Da kann man also gar nicht von genug kriegen. Herrliches Zeug. Ja, das war mein Einführungstag sozusagen in Texas. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und freue mich dann, euch im nächsten Video die nächste Station zeigen zu können. Wir fahren jetzt nach Fredericksburg. Bis dann, ciao, ciao. Abonniert mich, Daumen hoch und tschüss.